Vielleicht, wie Sie es schon bemerkt haben, an dem kleinen Zusatz. Ich habe mich ein bisschen das Thema dann doch noch ein bisschen fokussiert und zugespitzt. Als ich den Vortrag zugesagt habe, da habe ich erstmal einfach schnell einen Titel geliefert und ich wusste selber noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Aber ich habe mich dann entschieden, das Ganze an einem berüchtigten Beispiel zu erläutern, nämlich der sogenannten Arier oder Indoeuropäer oder Indogermanen. Ich werde Ihnen also ein bisschen die Geschichte des sogenannten arischen Mythos im 19. und frühen 20. Jahrhundert skizzieren. Und diese hat eine so gewissermaßen eine kleine Geburtsstunde, wenn man denn so eine bezeichnen will. Und zwar gehen wir jetzt zurück in das Jahr 1819. Das war nämlich in diesem Jahr, nämlich nahm sich der romantische Sprachforscher und Publizist, sehr bekannt natürlich, Friedrich Schlegel, erneut eines Themas an, mit dem er sich bereits in seiner berühmteren Abhandlung über die Sprache und Weisheit der Indier von 1808 auseinandergesetzt hatte. Gemeint ist die Frage nach dem Ursprung der Deutschen, beziehungsweise, wie er schrieb, unserer germanischen Vorfahren. Anders als noch gut 10 Jahre zuvor wollte er sich zwar nicht mehr auf Indien oder die Indier festlegen, glaubte aber nunmehr durch etymologische Spekulationen den wahren und eigentlichen Namen der eigenen Ahnen ausfindig gemacht zu haben. Als diese nämlich, wie er schreibt, noch in Asien waren, seien sie vorzüglich unter dem Namen der Arier bekannt gewesen. Im weiteren Verlaufe ist dann von einer ganzen arischen Völkerfamilie die Rede, welche vor Urzeiten die Weiten Zentralasiens bevölkert habe. Diesem Namen aber und seiner mutmaßlichen Bedeutung maß Schlegel dabei besondere Bedeutung bei. Zitat: Aber auch der Name dieses großen Volkes, der Arier, ist sehr bemerkenswert. Die indische Wurzel Ari, von welcher sich derselbe am besten ableiten lässt, bedeutet, was vortrefflich und ausgezeichnet, ruhmvoll, Eregium ist. In diesem Sinne, wie ein kriegerisches Heldenvolk sich dergleichen zu geben pflegt. Zitat Ende. Diese Textstellen gelten als erster Beleg für eine sogenannte weite Verwendung des der altpersischen Mythologie entlehnten Arierbegriffs. Verweist der Name jedoch auf sämtliche Sprecher einer sich über nahezu ganz Europa und weite Teile Asiens, also vor allem Persien und Indien, erstreckenden Völkerfamilie. Und auch die noch heute gebräuchlicheren Termini dafür, also Indoeuropäer oder Indogermanen, entstanden ungefähr zur selben Zeit. Wichtiger aber noch als die bloße Namensgeschichte oder gar die Frage, inwieweit Schlegels Namenspolitik auf einer adäquaten mythologischen Interpretation basiert, ist die hier zum Ausdruck kommende Stilisierung der eigenen Vorfahren zu, Zitat, kriegerischen Helden und Adelsvölkern. Denn wie ich im Folgenden zeigen möchte, steht das Motiv des Krieger-, Ritter- und Heldentums genau seit dieser Zeit im Zentrum des wissenschaftlichen wie außerwissenschaftlichen Diskurses über die sogenannten Arier, Indoeuropäer oder Indogermanen und hat einen wesentlichen Grund dafür dargestellt, dass es Menschen gab, die sich mit diesen identifizierten. Tatsächlich dürfte dieses Motiv weitaus bedeutsamer sein als etwa die Vorstellung, es handele sich bei den Ariern um eine distinkte anthropologische sogenannte Rasse. Das ist etwa eine These, die entgegen einer landläufigen Meinung selbst in der nationalsozialistischen Rassenforschung so nie formuliert wurde. Ah, so. Es gibt auch heute noch historische Darstellungen, in denen Indoeuropäer vor allem als Krieger und Eroberer präsentiert werden. Da muss man gar nicht so lange nachsuchen. Auch wenn man bisweilen auf begriffliche Skepsis stößt, weil das mit dem Namen Indogermanen natürlich auch nicht immer so einfach ist. So habe ich etwa gefunden, so weiß etwa ein Autor eines erst 2014 erschienenen geschichtsdidaktischen Werkes zur Migrationsgeschichte von einer sogenannten indogermanischen Völkerwanderung Folgendes zu berichten. Zitat: Gesichert ist nur, dass seit dem Ende des 3. Jahrtausends zahlreiche Eroberungszüge stattfanden, in denen kriegerische Stämme mit verwandten Sprachen die alteingesessene Bevölkerung in Indien, Persien, Kleinasien, Griechenland und Italien unterwarfen. Gemeinsam war eine feudale Gesellschaftsstruktur auf vaterrechtlicher Grundlage und wahrscheinlich auch der Gebrauch des Streitwagens. Die Indogermanen gründeten Staaten, aus denen in Indien und Vorderasien Großreiche entstanden. In Europa schufen die Eroberer die Grundlage für die dortigen Völker und Sprachen. Zitat Ende. Ja, Donnerwetter, möchte man ausrufen, was waren das noch für Kerle? Wie ich im Folgenden zeigen möchte, enthält diese Passage tatsächlich alle wesentlichen Motive dessen,
was im Anschluss an den französischen Historiker Léon Poliakow vielfach als arischer Mythos bezeichnet wird. Gleichwohl aber ist hier weder von Rasse noch überhaupt von Völkern die Rede und dem Autor soll auch kein essentialistisches oder gar biologistisches Verständnis solcher Entitäten hier unterstellt werden. Der arische Mythos aber stellt letztlich nichts weiter dar als eine Erzählung. Eine Erzählung, die davon handelt, wie ein männlicher Adelsverband von einem Zentrum aus migriert, weite Teile der Welt erobert, unterwirft und kolonisiert. Dieser narrative Kern und seine zentralen Motive, als da wären Männlichkeit, Elitarismus, Ehre, Rittertum und Herrschaft, zeigen dabei, dass die Urheimat der Indogermanen in diesem Sinne weder in Indien noch im eurasischen Steppenraum oder etwa in Anatolien zu suchen sind, sondern in bürgerlichen Männerfantasien des 19. Jahrhunderts. Also natürlich hat es auch vor allem im frühen 20. Jahrhundert eine Reihe von Frauen, vor allem aus dem völkisch-nationalen Spektrum gegeben, die sich auch positiv auf die Indogermanen oder auf die Arier bezogen, aber dann Bilder hervorgebracht haben, die im Grunde genommen genau dem entsprechen. Da ging es also mehr darum, dass man dann sagte, naja, die arische, die germanische Frau, die indogermanische Frau, die ist halt im Grunde genommen genauso wie der Mann, nämlich sie hat ist mit dem in den Krieg gezogen und halt also die Attribute des Heldischen und des Heroischen werden da oft genauso zugeschrieben. Dabei lässt sich natürlich von Mythos überhaupt nur dann sprechen, wenn man den Begriff nicht im modernen, umgangssprachlichen Sinne verwendet und etwa den Polen Wissenschaft und Aufklärung entgegensetzt oder gar deren Inhalt als fiktiv bezeichnet. Zum einen nämlich handelt es sich bei den Ariern um ein Produkt genau der Wissenschaft selbst und zum anderen ist ihnen in gewissem Sinne eine Realität ja gar nicht abzusprechen. Damit ist die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Sprecher genetisch verwandter Sprachen als distinkte kollektive Entität oder gar als historischen Akteur zu fassen, noch gar nicht angesprochen. Das müssen natürlich Sprachwissenschaftler und Altertumswissenschaftler entscheiden. Darüber kann ich gar nichts weiter sagen. Keinerlei Zweifel aber kann daran bestehen, dass es Arier in einem gewissen Sinne im 19. und 20. Jahrhundert tatsächlich gegeben hat und bis heute gibt. Folgt man nämlich dem im Grunde einzig vertretbaren konstruktivistischen Verständnis sogenannter ethnischer Entitäten wie Völkern und Rassen, so liegt diesen ja keine wie auch immer definierte Essenz zugrunde. Vielmehr basieren sie, wie es etwas schon bei Max Weber heißt, einzig auf ethnischem Gemeinschaftsglauben bzw. einem subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft. Was aber natürlich keineswegs mit Nicht-Existenz gleichzusetzen ist. Denn ein solcher Gemeinschaftsglauben ist ja nun für die Indoeuropäer oder Arier seit dem 19. Jahrhundert gut dokumentiert. Es hat zahlreiche Menschen und Gruppierungen gegeben, die sich selbst als Indogermanen oder eben als sogenannte Arier verstanden oder zumindest mit den so bezeichneten Vorfahren identifiziert haben. Da sieht man, gut, das ist auch nicht so schlimm, dass man an dieser Stelle dort dann das Dreieck hängt. Und dieses Selbstverständnis, wie ich sprach, im Grunde genommen auch nie anderen Formen sogenannten ethnischen Gemeinschaftsglaubens, sondern war vielmehr Teil desselben. Denn bei den Ariern handelt es sich in gewisser Weise um eine Supraidentität. Man kann sich ja gleichzeitig ebenso ähnlich etwa dem deutschen oder französischen Volk oder der Nation zurechnen oder auch gar als Europäer identifizieren, wie als Indo-Europäer, Indogermane oder eben Arier. Tatsächlich hat vor allem die sogenannte Neue Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, sich in diesem Sinne auf das sogenannte Indoeuropäertum positiv zu beziehen. Exemplarisch sei hier nur der einschlägige Aufsatz mit dem Titel »Die indoeuropäische Tradition als Wurzel unserer Identität« des rechtsextremen französischen Linguisten Jean Audry genannt, der auf Deutsch in dem ebenso einschlägigen Sammelband »Hier Mut zur Identität« erschien. Man muss aber auch heute nicht lange suchen, um vor allem im Netz auf Gruppierungen zumeist einschlägig rechtsextremer Provenienz zu stoßen, die sich auf ein indoeuropäisches oder eben arisches Erbe berufen, an das es anzuknüpfen gelte. Ich verzichte aber an dieser Stelle darauf, diesen identifizierenden Bezügen auf die Arier im 19. und frühen 20. Jahrhundert ausführlicher hierfür Belege anzuführen. Es sei Ihnen aber versichert, dass sich natürlich leicht zahlreiche entsprechende Gruppierungen, vor allem aus dem radikal-nationalistischen oder sogenannten völkischen Spektrum, anführen ließen, die den Ariern oft bereits von ihrem Namen her Referenz erwiesen. In diesem Sinne sind die Arier also kein Mythos im Sinne des alltäglichen Sprachgebrauches, sondern Realität, wenn auch eine bittere.
Versteht man unter Mythos aber, vielleicht eher in einem antiken Sinne, einfach Erzählung, lässt sich durchaus sinnvoll von einem arischen Mythos sprechen. Denn wie ich zeigen möchte, hat man es tatsächlich mit einer Erzählung bzw. mit einem Ensemble von Erzählungen zu tun. Bei der Genese und Verbreitung solcher Erzählungen aber spielte die Geschichtsschreibung eine konstitutive Rolle. Wenn ich hier Geschichtsschreibung oder Historiografie jetzt hier und im Folgenden verwende, damit meine ich das in einem sehr, sehr weiten Sinne. Also im Grunde genommen alles, was über Arier, Indogermanen in der Vergangenheit erzählt und dargestellt worden ist. Also fallen ganz verschiedene Wissenschaften darunter und nicht nur das, was wir heute als Historiografie oder Geschichtswissenschaft verstehen, sondern natürlich auch Archäologie, Sprachwissenschaften, im 19. Jahrhundert auch Anthropologen und so weiter und so fort. Dabei will ich an dieser Stelle indes nicht noch einmal die Wissenschaftsgeschichte der Arier oder Indoeuropäer noch einmal erzählen. Mein Thema ist also vielmehr die Geschichte historiografischer Erzählungen über die Arier. Um dem Anspruch aber dieses Gesamtthemas dieser Reihe dann ein bisschen gerecht zu werden, möchte ich zuvor allerdings noch kurz auf die Frage eingehen, was Erzählungen überhaupt mit Identität zu tun haben und warum ausgerechnet historiografische Erzählungen für die Konstitution sogenannter kollektiver Identität von Bedeutung sind. Was unter Erzählen oder einer Erzählung genau zu verstehen sei, darüber gibt es natürlich verschiedene Ansichten und Vorstellungen, Definitionen. Es besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber, dass sich Erzählungen durch eine temporale Struktur und eine besondere Synthese oder Verknüpfungsleistung auszeichnen. Was ist nun damit gemeint? Am einfachsten lässt sich dies erklären, indem man auf den Gegenpol der Narration, nämlich die Deskription oder eben Beschreibung, verweist. Während diese nämlich Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften an Objekte, Personen oder Situationen vollzieht, thematisieren Erzählungen immer Veränderungen, also von Zuständen oder von Situationen. Sie verknüpfen zeitliche Ereignisse und mit diesen verschiedene Akteure und Räume zu einem mehr oder weniger kohärenten Ganzen, eben einer Geschichte. Bei diesen Synthetisierungen handelt es sich nicht um völlig willkürliche Kompositionen. Vielmehr folgen sie spezifischen Mustern, sogenannten Plots oder Narrativen, die den Figuren der Erzählung wiederum spezifische Rollen zuweisen. Das ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Von zentraler Bedeutung ist nun das Vermögen von Erzählungen, gerade auch das Disparate, Unerwartete und Kontingente darzustellen und miteinander zu verknüpfen und diesem auf diese Weise einen Sinn zu verleihen. Das entscheidende Moment der narrativen Synthese besteht nämlich darin, Veränderungen auseinander hervorgehen zu lassen. Erst aus ihrer Verkettung beziehen die einzelnen Elemente der Erzählung ihre Bedeutung, verwandelt sich also ein kontingentes Geschehen in eine zusammenhängende und sinnhafte Geschichte. Genau aus diesem Grund kommt Erzählungen in Identitätsbildungsprozessen eine gewichtige Bedeutung zu. Erzählungen helfen, Erfahrungen und Ereignissen, die zunächst möglicherweise als gänzlich disparat erscheinen, zu organisieren und einen Sinn zu verleihen. Um mit dem Philosophen Paul Ricoeur zu sprechen, wird aus der wilden Kontingenz der Erfahrung die geregelte Kontingenz der Erzählung. Besonders deutlich ist dies am Beispiel der Selbsterzählungen zu machen, indem nämlich hier die Erzählung, dass ich als Figur einer zusammenhängenden Geschichte präsentiert, stiftet sie eine narrative Kontinuität zwischen den vergangenen Ichs und dem gegenwärtigen Ich. Dabei geht es niemals darum, Wandel, Veränderungen und Kontingenz zu leugnen, sondern diese eben dadurch zu regeln, dass Vergangenheit und Gegenwart zu einer mehr oder weniger sinnhaften Erzählung des Gewordenseins verknüpft werden. Man sollte natürlich immer besonders vorsichtig sein, einfach so von der individuellen Ebene auf die Ebene von Kollektiven zu wechseln. Aber man kann doch zweifellos sagen, dass Erzählungen des Gewordenseins auch bei der Konstitution von Gemeinschaften, also von Gruppen, die in irgendeiner Weise ein Zusammengehörigkeits entwickelt haben, dass das in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Genau daraus erklärt sich auch das hohe identitätspolitische Potenzial der Geschichtsschreibung. Zum einen ist Historiografie genuin und immer narrativ, und zum anderen scheint die Erzählung des Gewordenseins sozusagen ihr ureigenstes Metier darzustellen. Dabei hängt die identitätspolitische Relevanz historiografischer Erzählung natürlich immer davon ab, wessen Geschichte genau erzählt wird. Das heißt also davon, welche Gruppe als Protagonist der Erzählung erscheint.
Während in der fiktionalen Literatur natürlich vornehmlich Einzelpersonen als solche Figuren erscheinen, werden historiografische Werke weitaus stärker von nicht- oder überindividuellen Einheiten bevölkert. Historikerinnen und Historiker erzählen zum großen Teil wenigstens Geschichten, in denen Einheiten dieser Art, also etwa Gesellschaften, Völker, Nationen, Klassen, Schichten, eben die Protagonisten darstellen. Indem sie das Gewordensein dieser Einheiten erzählen oder vielmehr diesen ein Gewordensein verleihen, trägt die Geschichtsschreibung in erheblichem Maße überhaupt erst zu deren Konstitution bei. Auch bei der in Identitätsbildungsprozessen so wichtigen Unterscheidung und Abgrenzung von anderen kommt Erzählungen eine maßgebliche Bedeutung zu. Die Erzählung ermöglicht nämlich nicht nur, Differenz einfach nur zu statuieren, sondern vermag diese gleichermaßen in der Zeit zu verankern und genetisch zu erklären. Also etwa zu erzählen, wie sich ein Selbst langsam absetzt oder aus etwas herauslöst, das dann eben zum anderen wird. Aus diesem Grund lassen sich klassische nationale Historiografien im Wesentlichen oder oft auch als Abgrenzungsgeschichten lesen, die sich in nicht unerheblichem Maße um Auseinandersetzungen mit anderen Nationen oder Völkern, etwa im Sinne von Selbstbehauptungskämpfen, drehen. Dabei spielen Opfernarrative oft eine ebenso wichtige Rolle wie Heldenerzählungen. Vielmehr resultiert die spezifische Gestalt des Selbst erst aus einer Dialektik zwischen diesen beiden Narrativen. Die kollektive Geschichte erscheint entweder zum Beispiel romanzenhaft als ein langsames Zu-sich-selbst-Kommen aus Niederlagen und Fremdbestimmungen oder tragödienhaft als ein Niedergang vom vormaligen Höherem und natürlich immer verbunden mit einem Aufruf zur Anknüpfung an den vormaligen Glanz. Diese Figuren lassen sich nun auch in historiografischen Erzählungen über die Arier oder Indogermanen aufzeigen, zu denen ich dann also nun endlich auch zurückkehren möchte. Aber zuvor nehme ich noch einen Schluck Wasser. Entgegen einer doch immer noch sehr verbreiteten Ansicht kann die sogenannte Entdeckung der indoeuropäischen Sprachverwandtschaft nicht als Ausgangspunkt für die Geschichte der Arier oder Indogermanen genommen werden. Denn die bloße Verwandtschaft zwischen den europäischen und bestimmten asiatischen Sprachen war bereits Gelehrten des 16. und 17. Jahrhunderts aufgefallen. Hier gilt es aber allerdings ganz genau zu unterscheiden. Es ist das eine Verwandtschaft zwischen Sprachen festzustellen, es ist aber etwas völlig anderes, daraus auf eine übergreifende Entität zu schließen, deren Geschichte erzählt werden kann. Zwischen Sprachverwandtschaft und dem historiografischen Handlungsträger Volk oder Völkerfamilie liegt ein epistemischer Graben, der zur Überbrückung gleich mehrere Transformationsschritte voraussetzt. Allein schon die Tatsache, dass viele dieser frühneuzeitlichen Sprachgelehrten noch nicht einmal einen verbindlichen Namen prägten, um die Sprecher der angesprochenen verwandten Sprachen gemeinsam zu bezeichnen, lässt erkennen, dass die später sogenannte indoeuropäische Völkerfamilie als, um mit Reinberger zu sprechen, epistemisches Objekt noch gar nicht existierte, also als Gegenstand des Wissens nicht vorhanden war in diesem Sinne. Die Indogermanen waren auch im Grunde gar kein Produkt der Sprach, sondern der Völkerklassifikation. Denn erst als im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Sprachen zum zentralen, aber beileibe nicht einzigen Indiz bei der Identifizierung, bei der Differenzierung der Völker avancierten, erst da entstand die Idee distinkter Sprach- und Völkerfamilien. Dabei fungierte die Sprache aber zunächst weniger als genuines Charakteristikum der Völker selbst, sondern als Hinweis oder als Zeichen, welches es erlaubte, die Völker voneinander zu unterscheiden. Erst etwa im wissenschaftshistorischen Rückblick avancierte der früher oft als Entdecker der indoeuropäischen Sprachverwandtschaft gerühmte britische Kolonialbeamte Sir William Jones zum Philologen. Denn wie vor allem Thomas Troutman gezeigt hat, ging es Jones gar nicht so sehr um Sprachen, sondern vornehmlich um die Rekonstruktion einer ganzen mosaischen Ethnologie, wie er es bezeichnet. Das heißt, um die an die biblische Völkertafel angelehnte Rekonstruktion der Vergangenheit und Herkunft der Völker. Die Sprachen waren ihm vielmehr nur ein Mittel zur Erstellung solcher größerer und umfassender Völkergenealogien. Jetzt komme ich direkt zu etwas großer Sprung, aber im 19. Jahrhundert wurden dann, das bringt man ja auch oft mit diesem arischen Mythos in Verbindung, auch andere Indizien zur Klassifikation herangezogen. Wichtig waren hier vor allem körperliche Merkmale. Bezeichnenderweise orientierten sich die anthropologischen Stereotype über die Indogermanen
Zunächst grundsätzlich, also oder überhaupt grundsätzlich einer idealisierten Vorstellung über die europäischen Völker, wiewohl diese ja nur ein ganz oder nur einen Teil der gesamten Völkerfamilie ausmachten. Zwar taten sich bei der Propagierung des Stereotyps der sogenannten blonden, blauäugigen und dolichoskephalen, also der langschädligen Arier, zunächst vornehmlich Laienforscher, wie etwa der deutsch-amerikanische Publizist Theodor Pösche hervor, aber auch bei renommierten Vertretern der Zunft, wie etwa Eduard Meyer, dem wohl einflussreichsten und wichtigsten Althistoriker des frühen 20. Jahrhunderts. Genau bei diesen Leuten lassen sich analoge Stereotype nachlesen. So liest man dort etwa, also bei Eduard Meyer, Zitat, wo uns Schilderungen indogermanischer Völker bei ihrem ersten Auftreten gegeben werden, bei Kelten, Germanen, Slawen, da tritt uns immer der gleiche Typus entgegen. Hohe, kräftige Gestalten mit hellem Haar und blonden Augen. Zitat Ende. In solchen Bemerkungen allerdings eine ebenso naive wie unstatthafte Verwechslung von Sprache und Rasse zu erkennen und als Ursünde der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts zu brandmarken, greift ein bisschen zu kurz. Theoretisch war sich Meyer nämlich nicht nur mit den Sprach- und Altertumswissenschaftlern, sondern auch mit den Anthropologen seiner Zeit darin einig, dass die Völker, mit denen es also die Historiker und die Sprachwissenschaftler zu tun haben, auf der einen Seite und die Rassen, mit denen es die physischen Anthropologen zu tun haben, völlig unterschiedliche Kategorien darstellen. Nur schloss er daraus eben nicht, dass man es nicht auch sein könne, dass man körperliche Merkmale als Hinweis auf Indogermanen nehmen könne. Aber trotzdem hielten solche Menschen wie Meyer immer daran fest, dass Sprachen und Völker auf der einen Seite und Rassen grundsätzlich unterschiedliche Entitäten oder Einheiten darstellen. Ironischerweise, also könnte man fast sagen, trennten am konsequentesten in dieser Hinsicht ausgerechnet die nationalsozialistischen Rassenwissenschaftler zwischen Sprache und Volk auf der einen Seite und Rasse auf der anderen Seite. So wird man in deren Werken denn auch vergeblich nach einer arischen Rasse suchen. Stattdessen ist hier etwa die Rede von nordischer, fälischer, mittelländischer oder ostischer Rasse. Gleichwohl aber waren es vornehmlich natürlich die Merkmale der sogenannten nordischen Rasse, die auch Historikern und Altertumswissenschaftlern als Indizien für die Indogermanen oder Arier galten. Also eben schon das Klischee der Hellhäutigkeit, hoher Wuchs, blaue Augen, Blondheit und so weiter. Deswegen habe ich Ihnen hier mal diese Bilder herausgesucht aus sehr berüchtigten Werken der nationalsozialistischen Rassenkunde, und dort sehen Sie also, dass hier das alles als nordisch bestimmt ist. Und in diesen ganzen Büchern taucht, wie gesagt, der Begriff des Arischen oder auch des Indoeuropäischen eigentlich gar nicht auf, weil die grundsätzlich von eine Nomenklatur entwickelten, die sich auch an geografisch orientierte. Das Nordische ist eben das, was aus dem, wenn man auch ja schon die Vorstellung hatte, dass die Arier oder Indogermanen irgendwo aus Skandinavien gekommen sein. Jedenfalls gab es diese Theorien, hatten sich im frühen 20. Jahrhundert zumindest in diesem Milieu im Grunde genommen durchgesetzt. In diesen Rassenstereotypen, also hier diesen Vorstellungen von Blondheit und Blauäugigkeit, allerdings den ausschlaggebenden Grund für die identitätspolitische Attraktivität der sogenannten Arier zu sehen, darf nicht nur deshalb bezweifelt werden, weil, wie oft ironisch festgestellt worden ist, die meisten Menschen, die sich den Ariern zurechneten, diesem Ideal überhaupt nicht entsprochen haben dürften. Ich würde noch weitergehen und behaupten, dass die Frage, ob die Arier über sprachhistorische oder über anthropologische Merkmale bestimmt wurden, im Grunde genommen etwas an der Sache vorbeigeht. Denn entscheidender ist vielmehr, welche Rolle in der Welt und in der Geschichte man den Ariern zuschrieb. Dafür aber waren weder die Grammatiker noch die physischen Anthropologen, sondern eben die Altertumswissenschaftler und Historiker zuständig. Das ging auf deren Konto. Ein Grundmotiv, was ich ja schon am Anfang angesprochen habe, ist in diesem Zusammenhang ganz eindeutig, nämlich die bereits bei Schlegel formulierte Vorstellung von den Ariern als Helden- und Kriegervölker, als überlegenen Helden- und Kriegervölkern. Dieses Muster bedeutet keineswegs, die Arier hätten seit unvordenklichen Zeiten keinen Wandel durchlaufen. Wie alle narrativen Rollenmuster gibt sozusagen diese Vorstellung, dieses Rollenmuster der weiteren Erzählung aber eine Richtung vor und erweist sich für die Gegenwart zweifellos hat sowas wie einen Appellcharakter. Denn im Grunde genommen heißt es, man soll sich sozusagen rückbesinnen auf diese Vorfahren und dann in die Zukunft sich fortentwickeln im Rückgriff auf die Vergangenheit. Also das heißt, es ist nie in dem Sinne zu lesen, wir wollen jetzt wieder zurückgehen in die Urheimat nach Skandinavien oder so und so leben wie die Vorfahren, sondern es ist immer ein mythischer Rückgriff auf die Vergangenheit.
In gewisser Hinsicht war die Rolle der Eroberer den Indoeuropäern von Beginn an eingeschrieben und eine mehr oder weniger konsequente Folge der Gleichsetzung von Sprach- und Völkerverwandtschaft. Wenn nämlich die Ausbreitung der Sprachen zugleich die Ausbreitung der Völker anzeigt, dann waren die Indoeuropäer die mit Abstand expansivsten Völker. Schließlich hatten sich die indoeuropäischen Sprachen im Laufe der Geschichte nicht nur in weiten Teilen Eurasiens, sondern im Zuge der europäischen Expansion über den gesamten Globus verteilt und ausgebreitet und dabei alle vorher dort existierenden Sprachen weitgehend verdrängt. Dieser Vorstellung trägt im gewissen Sinne auch noch das bekannte Stammbaumodell Augusts Wilhelm Schleichers, diagrammatisch Rechnung. Das indiziert ja auch immer hier eine Ausbreitung, eine Eroberung, ein Raumgreifen dieser Völkerfamilie. Und in dem ersten Entwurf dieses Stammbaums ist auch bei Schleicher sind auch Völkernamen verzeichnet, während es erst später das umgestellt wurde, dass es nur noch Sprachen bezeichnen. Die dazugehörige Geschichte mit dem entsprechenden Rollenmuster für die Protagonisten schrieb sich im Grunde genommen beinahe von selbst. Denn was lag näher, als in den raumausgreifenden Indoeuropäern Krieger- und Heldenvölker zu sehen? In diesem Sinne kann die Erzählung von der Ausbreitung, Kolonisierung und Unterwerfung der Welt durch Indogermanen als Grundnarrativ der meisten historiografischen Darstellungen über diese Völkerfamilie aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert gelten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Geschichte dann auch immer weiter ausstaffiert und ausdifferenziert. Der für die Einführung des Arierbegriffs in den englischen Sprachraum verantwortliche deutsch-britische Sprach- und Religionswissenschaftler Friedrich Max Müller etwa setzte die Sprach- und Völkerfamilien Eurasiens nicht nur mit spezifischen Religionsformen, sondern auch mit sozialen und politischen Strukturen in Beziehung. In diesem Sinne erwiesen sich für Müller die arischen Sprachen als sogenannte State Languages und ihre Träger entsprechend als archetypische Staats- und Herrschaftsgründer. Der vermeintlich besonderen Begabung fürs Politische begegnet man in der Geschichtsschreibung über die Indogermanen nahezu überall. Seien es die Arier in Indien, die Meder und Iranier in Persien und Iran oder etwa vor allem die Dora im antiken Griechenland. Denkt hier vor allem an, ganz wichtig, waren hier natürlich der Mythos über die Spartaner. Das ist natürlich sozusagen der Inbegriff einer kriegerischen Erober- und Herrschaftsschicht, die dann auch noch sozusagen in der Lesart des 19. Jahrhunderts fast so eine Art Apartheid-Staat in Sparta aufbauen. Dabei gab es freilich auch kompliziertere Fälle, wie etwa die Hethiter, mutmaßliche Gründer des anatolischen Großreichs im zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Zwar hatte der tschechische Sprachwissenschaftler Bredich Rosny die Zugehörigkeit des Hethitischen zu den indoeuropäischen Sprachen 1915 nachgewiesen. Anthropologische Zeugnisse, wie man sie glaubte, aus antiken Monumenten herauslesen zu können, schienen diesem Befund jedoch zu widersprechen. Also das funktionierte so, dass man dann tatsächlich einfach, das in diesem Fall ein Monument aus Ägypten, soweit ich weiß, dass man die Darstellungen, wie sie in ägyptischen Monumenten zu finden waren, einfach mit der rezenten Bevölkerung, also dass man sie einfach vermaß nach anthropologischen Maßstäben und dann mit der gegenwärtigen Bevölkerung in Beziehung setzte und natürlich mit den Rassenklassifikationen. Und in diesem Sinne kam man hier zu einem eindeutigen Ergebnis, nee, die Hethiter müssen dem entsprochen haben, was man zu dieser Zeit als armenischer Rasse bezeichnete. Später hat man diesen Typus umbenannt in die sogenannte vorderasiatische Rasse. Aber in jedem Fall können ja so nicht die Indogermanen ausgesehen haben. Und deswegen sorgte der Befund von Rosny, dass das Indoeuropäische eindeutig eine indoeuropäische Sprache ist, zunächst für erhebliche Verwirrung. Genau, und vor allem auch der eben schon besagte Eduard Meyer war zuerst wesentlich irritiert, musste das aber doch irgendwie einsehen, dass Bredichs Ergebnisse doch überzeugend waren. Und daraufhin spekulierte er aber über eine komplexe Migrations- und Siedlungsgeschichte Alt-Anatoliens, wobei die Indoeuropäer nur ein Teil gewesen seien. Und die Rolle, welche Meyer in diesem Völkergemisch den Indogermanen zuwies, die stand im Grunde genommen von vornherein fest. Dort liest man nämlich, Zitat, dass mit dem Auftauchen der indogermanischen Stämme überall ein neues, belebendes Moment in den Entwicklungsgang der menschlichen Kultur eintritt, dass damit eine neue, in höhere Bahnen führende Epoche der geschichtlichen Entwicklung beginnt, ist bekannt genug. Ihm, gemeint ist das Indogermanentum,
würde vor allem die staatliche Gestaltung und die aktiv vorwärts dringende, belebende Kraft zuzuweisen sein, die sich in dem Hethiterreich entwickelt und umgestalten tief in die Geschichte und Politik des Orients eingreift. Zitat Ende. Auch dann von archäologischer Seite wurden die Indogermanen bald mit den notwendigen Insignien sogenannter Adels- und Kriegervölker ausgestattet. Als solche Insignien fungierten vor allem Pferde und Streitwagen. Denn einer Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden Vorstellung zufolge wiesen alle indogermanischen Völker nicht nur eine besondere Verbundenheit zu Pferden auf, sondern sollen diese Tiere auch auf ihren Wanderungen um die Welt verbreitet haben. Vor diesem Hintergrund avancierten archäologische oder philologische Hinweise auf die Präsenz von Pferden und Wagen umgekehrt zu Indizien für die Präsenz dieser indoeuropäischen Eroberer. Welche soziale und historische Bedeutung man dabei diesem Komplex zuwies, davon zeugen etwa die folgenden Bemerkungen des deutsch-nationalen Prähistorikers Matthäus Much aus dem Jahre 1902. Dort heißt es also, und das ist bezogen natürlich auf die Indoeuropäer, passive, nur empfangende Völker bedürfen des Pferdes nicht. Der Ochse, der den Pflug und den Karren zieht, genügt den Bedürfnisse. Aktiven, das ist handeln und erobernd auftretenden Völkern, in Klammern wie die Indogermanen, verleiht das Ross, das den Streiter trägt oder mit dem Kriegswagen zwischen die Kämpfenden fährt, gegenüber jenen, die es entbehren, ein unausgleichbares Übermaß von Kraft und einen nicht einzuholenden Vorsprung. Zitat Ende. Es sei betont, dass diese Vorstellung, also wie man sie bei Meyer und auch hier bei Much liest, keineswegs als Charakteristikum einer sogenannten völkischen oder nationalsozialistischen Geschichtsschreibung gelten können. Die Erzählung von den indoeuropäischen Krieger- und Herrenvölkern stellt vielmehr ein nahezu konsensuales Narrativ der europäischen Historiografie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dar. Pate gestanden haben dürfte hier denn wohl auch vor allem der europäische Kolonialismus und Imperialismus. Denn letztlich handelt es sich bei zeitgenössischen Erzählungen über die Ausbreitung der Indogermanen und deren Reichsgründungen um koloniale Aneignungsgeschichten, die immer auch oder vor allem auch auf eine Legitimierung der rezenten Kolonisierung der Welt durch die Indo in Klammern Europäer hinausliefen. An diese Narrative aber konnten Geschichtsdarstellungen, wie sie dann um 1900 im Kontext der sogenannten völkischen Bewegung entstanden, nahtlos anknüpfen. Ab wann eine Erzählung über die Indogermanen oder Arier aber als genuin völkisch gelten kann, ist eine müßige Frage. Auch wenn die Arier oder Indogermanen in solchen Texten eindeutiger als Rasse bestimmt werden, so sollte man diesen Punkt nicht überschätzen. Zum einen kursierten auch im völkischen Schrifttum völlig unterschiedliche Rassevorstellungen, die keineswegs alle im rein biologistischen Sinne zu verstehen waren. Und zum anderen spielten biologisch-anthropologische Vorstellungen über die Indogermanen ja auch im nichtvölkischen Indogermanen-Diskurs eine wichtige Rolle, wie wir eben gesehen haben. Zweifellos aber lassen sich in narrativer Hinsicht Verschärfungen und Radikalisierungen und Zuspitzungen ausmachen und benennen. Als Lackmustest mag etwa die Frage gelten, welche Völker neben den Indoeuropäern überhaupt noch als Handlungssubjekte in die Darstellung der Weltgeschichte einbezogen wurden. Diesbezüglich weist bereits die gesamte Geschichtsschreibung im Grunde genommen des 19. Jahrhunderts eine klare Tendenz zu einer zunehmenden Ausgrenzung außereuropäischer Handlungsträger auf. Enthielten etwa universalhistorische Darstellungen aus der Aufklärungszeit oder um 1800 noch mehr oder weniger ausführliche Kapitel über die Kulturen Zentral- und Ostasiens, so beschränkte sich der Handlungsraum am Ende des Jahrhunderts weitgehend auf Europa und den Vorderen Orient. In diesem Sinne handelten die Erzählungen nahezu ausschließlich von Völkern, die man entweder der indogermanischen oder aber der semitischen Völkerfamilie zuwies. So enthielten etwa auch nahezu alle Schulgeschichtsbücher um 1900 ein einleitendes Kapitel, in dem erläutert wäre, dass, wie es zum Beispiel hieß, alle Träger der geschichtlichen Kultur als Träger der geschichtlichen Kultur ausschließlich Indogermanen und Semiten anzusehen seien. Je mehr man als Erzähler oder waren meistens Männer dann dazu überging, auch noch die mutmaßlichen Schöpfungen der Semiten, also etwa die Reiche und Kulturen des antiken Zweistromlandes und der Araber, oder auf religiösem Gebiet die drei monotheistischen Religionen und besonders natürlich das Christentum, den Indoeuropäern zuzuschreiben, desto eindeutiger lässt sich eine Erzählung dann dem völkischen Kontext zuordnen.
Also hier gab es dann etwa Vorstellungen, dass man darüber spekulierte, naja, die als alte Babylonien, die als Gründer Altbabyloniens angesehenen Sumerer, dass man denen eine vermeintlich arische oder indoeuropäische Herkunft zuschrieb. Und man vermutete, man spekulierte auch über die Anwesenheit von Indogermanen etwa im antiken Palästina. Und das ist Ihnen vielleicht bekannt, also viele aus diesem völkischen Milieu leiteten dann daraus die Theorie ab, dass auch Jesus von Nazareth möglicherweise nicht jüdischen oder semitischen Ursprungs, sondern arischen Ursprungs gewesen sei. Als ein zentrales Element solcher völkischen Geschichtsdarstellungen kann nämlich gelten, dass hier die Arier oder ein Teil von diesen, wie eben die Germanen, als nahezu alleiniges Handlungssubjekt fungierten, demgegenüber im Grunde genommen alle anderen Völker lediglich als unterworfene und zu unterwerfende Objekte erscheinen. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der französische Diplomat und Schriftsteller Arthur de Gobineau ein universalhistorisches Geschichtswerk vorgelegt, das ganz in diesem Sinne ganz auf die Arier fokussiert war. Jetzt muss ich leider auch auf diese Sache zu sprechen kommen. Zunächst weitgehend vergessen wurde Gobineau im späteren 19. Jahrhundert dann wieder ausgegraben und inspirierte völkische Historiographen zu ähnlichen arierzentrierten Geschichtsentwürfen. Da gab es also eine ganze Menge von. Und vor diesem Grund dieser ausufernden Literatur, jedenfalls erweisen sich die berüchtigten Aussagen über die welthistorische Rolle des Arias als erobernder Kulturgründe in Adolf Hitlers Mein Kampf alles andere als originell. Dann werde ich das also kurz zitieren. Es gehört halt tatsächlich in den Kontext des Arier-Mythos hinein, da kommt man um den Menschen nicht herum. Dort liest man also, Zitat, was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers. Gerade diese Tatsache aber lässt den nicht unbegründeten Rückschluss zu, dass er allein der Begründer höheren Menschentums überhaupt war, mit den Urtypus dessen darstellt, was wir unter dem Worte Mensch verstehen. Als Eroberer unterwarf er sich den niederen Menschen und regelte dann deren praktische Betätigung unter seinem Befehl, nach seinem Wollen und für seine Ziele. Solange er den Herrenstandpunkt rücksichtslos aufrechterhielt, blieb er nicht nur wirklich Herr, sondern auch der Erhalter und Vermehrer der Kultur. Zitat Ende. Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, dass dann in späteren nationalsozialistischen Texten gar nicht mehr viel von Arien die Rede ist, sondern, weil man sich ganz der sogenannten Rassenwissenschaft zuwandte, vornehmlich von Völkern nordischer Rasse die Rede ist. Aber die Rolle dieser erobernden Herrenvölker wurde einfach nur übertragen von den Ariern, Indogermanen, Indoeuropäern auf die sogenannten Völker der nordischen Rasse. Das sehen Sie zum Beispiel hier, das ist einfach ein Schulatlas, habe ich mal den braunen Putzka genannt. Den Putzka kennen Sie vielleicht alle noch aus Ihrem eigenen Schulunterricht. Und da findet man tatsächlich viele dieser Wanderkarten. Und da sieht man hier im Grunde genommen, das ist eigentlich eine kartografische Darstellung dieses Arier, in dem Fall nordischen Mythos. Sie sehen also hier der Ausgriff der nordischen Rasse und Kultur über die Erde und mit dem Zentrum in Deutschland, weil man zu dieser Zeit auch der Ansicht war, naja, vielleicht sind sie ja doch auch nicht aus Skandinavien gekommen, sondern es ist doch ganz praktisch, dass die vielleicht aus Niedersachsen gekommen sind. Und deswegen findet man zum Beispiel solche Darstellungen. Es ist halt sozusagen der nordrassige Mensch ist der Begründer aller Kultur überhaupt auf der Welt. Und das setzt sich dann auch hier, da gemeint man dann auch einfach mal hier die germanischen und indogermanischen Sprachen ein. Es ist also dann ganz egal, gleich wie. Und das ist halt eben ganz normales Schulmaterial in der nationalsozialistischen Ära gewesen. Über völkische oder nationalsozialistische Geschichtsbilder im Allgemeinen und den arischen Mythos im Besonderen lässt sich nach der Shoah freilich nicht sprechen, ohne die Frage nach dessen Verknüpfung mit dem Antisemitismus zu thematisieren. Im nationalsozialistischen Alltag hatte arisch nämlich letztlich vor allem eine Bedeutung, nämlich nicht jüdisch. Da denkt man natürlich vor allem an die sogenannten Arier-Paragraphen, das habe ich hier mal einfach rausgesucht. Tatsächlich nämlich war der Begriff deswegen so prominent, weil nach dem Vorbild des sogenannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, also der Paragraph, wo alle sogenannten Nicht-Arier dann aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden und werden konnten und auch entfernt wurden. Dort entstanden halt in zahlreichen Vereinen und Gesellschaften ähnliche sogenannte Arier-Paragraphen. Und da ist tatsächlich in diesem Gesetz der Begriff des Ariers verankert. Aber man sieht schon hier, dass
in diesen Erklärungen dazu sich orientiert wird, naja, eigentlich sind wir sozusagen die meisten, also da taucht auch wieder die nordische Rasse aus und es wird eindeutig gesagt, dass man den Begriff arisch Abweichung von der Sprachwissenschaft benutzt, Ausrufezeichen, ohne allerdings natürlich genau zu erklären, was damit gemeint ist. Und tatsächlich verschwand dann auch in den Jahren, erst schon, also ab 1935, der Arier-Begriff zunehmend auch aus der nationalsozialistischen Verwaltungs- und Gesetzessprache, aus mehreren Gründen. Zum einen aus politischen Gründen. Es gab natürlich zahlreiche Beschwerden und Eingaben von Vertretern aus anderen Ländern, von Vertretern aus Ländern, die in dieser sprachlich-wissenschaftlichen Zuordnung nicht als indoeuropäisch klassifiziert werden konnten, die aber trotzdem aus verschiedenen außenpolitischen Gründen durchaus wichtig waren für die Nationalsozialisten, also vor allem Japan und die arabischen Länder etwa, die natürlich irritiert waren von solchen Dingen wie dem Arier-Paragraphen. Und da gab es natürlich auch ganz praktische Gründe, dass man mit diesem Begriff einfach nicht handhaben konnte. Und deswegen verschwindet dann der Arier-Begriff aus den weiteren berüchtigten Gesetzen, wie etwa aus den Nürnberger Rassegesetzen. Dort ist dann die Rede von deutschem oder artverwandtem Blut. Das ersetzt, diese Formel ersetzt praktisch den Begriff des Arischen. Und dann heißt es in den Ausführungen weiter, also den berühmten Globke-Kommentar, Zitat, Artfremdenblutes sind in Europa regelmäßig nur Juden und Zigeuner. Und oft ist dann in den Kommentaren, in Anführungszeichen, natürlich auch noch von Negern die Rede. Der Judenhass war dem Arier, also weil natürlich in der nationalsozialistischen Praxis immer trotzdem natürlich auch andere Gruppen als nicht-arisch bezeichnet, als nicht deutschblütig und artfremdblutes bezeichnet wurden, war natürlich der Fokus in der deutschen Gesellschaft eindeutig immer auf dem antisemitischen Element. Rückblickend kann man aber sagen, dass der Judenhass dem Arier- und Indogermanen-Mythos keineswegs von Beginn an sozusagen in die Wiege gelegt war. Ich habe ja bereits kurz darauf hingewiesen, dass die Semiten in kulturhistorischen Erzählungen oder in vielen zumindest des 19. Jahrhunderts den Ariern durchaus noch als ebenbürtige Handlungssubjekte an die Seite gestellt wurden, gleichwohl man deren Rolle weitgehend auf die Vergangenheit beschränkte. Mit den Assyrern und Arabern etwa stellten die Semiten auch einige bedeutende Eroberer und Herrenvölker. Und auch Babylonier und Israeliten zählten natürlich zu den unbestrittenen Kulturgründervölkern oder Religionsvölkern, wie man auch manchmal liest. Beileibe nicht nur in der völkischen Historiografie, aber wurden die semitischen Völker dann im frühen 20. Jahrhundert zunehmend marginalisiert. Fragt man nun aber nach der Rolle der Juden oder wie es dann oft heißt, des Juden, speziell in der völkischen und nationalsozialistischen Literatur, kann im Grunde genommen aber von einer Marginalisierung ja gar keine Rede sein. Denn vielmehr erscheint der Jude hier in diesen antisemitischen Schriftwerken als ein ausgesprochen mächtiger historischer Akteur, der dem Arier im Grunde sogar überlegen ist. Die Tatsache, dass Juden in der antisemitischen Imagination gerade nicht, wie in vielen anderen Rassismen, als unterlegene und unterworfene andere erscheinen, sondern als mächtiger, sogar überlegener Gegner, ist in der Antisemitismusforschung zu Recht oft betont worden. Der Gegensatz zwischen Ariern und Juden avancierte in der radikalvölkischen Historiografie letztlich zu Movens der gesamten Erzählung. Stehen sich beide Protagonisten jedoch in einem nahezu eschatologischen Kampf gegenüber, der bis zur vollständigen Vernichtung fortgeführt wird oder werden muss, dieser Erzählung zufolge. Und zu Recht hat Saul Friedländer diese Form der Judenfeindschaft als Erlösungsantisemitismus bezeichnet. Solche manichäisch angelegten Erzählungen lassen sich in gewisser Weise als Resultat dieser zunehmenden Marginalisierung aller anderen, also aller nicht-arischen Handlungsträger aus der Historiografie deuten. Denn zum einen ist eine Erzählung mit nur einem wirklichen und also quasi gottgleichen Akteur vollkommen langweilig zu lesen. Zum anderen aber war das Narrativ der erobernden Kriegervölker letztlich auf mächtige Gegenspieler angelegt. Denn wie soll sich der Held ohne Gegner jemals beweisen? Je mehr der arische Mythos also andere irdische oder historische Völker aus der Weltgeschichte verdrängte, desto leichter verwandt er sich mit antisemitischen Verschwörungs- und Vernichtungsnarrationen, Fantasien. Selbstverständlich führt weder ein direkter noch gar ein notwendiger Weg von den Männerfantasien bürgerlicher Historiker und Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts zu nationalsozialistischen Erlösungs- und Vernichtungsvorstellungen. Sucht man aber nach den Gründen für den Erfolg und die Überzeugungskraft des arischen Mythos eben bis in die NS-Zeit hinein
Und nach dem Grund, warum die Arier überhaupt zum Identifikationsobjekt avancierten, so führt kein Weg daran vorbei, sich mit solchen Erzähl- oder Rollenmustern auseinanderzusetzen. Abschließend sei schließlich noch kurz auf eine oder bemerkenswerte Umwertungen dieses Narrativs verwiesen, wie sie vor allem für das späte 20. Jahrhundert belegt sind. Es gehört zu den Grundeigenschaften, nämlich von Erzählungen, dass sie immer perspektivisch und niemals neutral sind. Genau aus diesem Grund aber ist ihnen quasi ihre eigene Gegengeschichte immer schon eingeschrieben. Notwendig dafür ist lediglich, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. In diesem Sinne lässt sich die Geschichte der indoeuropäischen Eroberer auch aus der Perspektive der Eroberten darstellen, ohne dass an der Erzählung grundlegend etwas geändert werden müsste. Die Eroberer erscheinen dann nicht mehr als Helden, sondern als barbarische Zerstörer. Diese Umwertung mussten nun auch die Arier über sich ergehen lassen. Und zwar auch schon in einigen europäischen Nachbarländern im frühen 20. Jahrhundert. Aber so richtig populär geworden sind solche Gegenerzählungen dann erst in späterer Zeit. Und vor allem wegen der engen Koppelung der Arier an Männlichkeit oder vor allem hier dann die Ausprägung an das Patriarchat, das sahen wir schon hier in vielen Zitaten, vor allem am Anfang, erwies sich also diese narrative Strategie einer Umwertung besonders in Matriarchatserzählungen als attraktiv, wie sie vor allem in den 70er und 80er Jahren, vor allem aber eben nicht nur in bestimmten Teilen der neuen Frauenbewegung verbreitet waren. Relativ große Prominenz erlangten in diesem Zusammenhang vor allem die Schriften oder die Rezeption der Schriften der litauischen Prähistorikerin Maria Gimbutas. Diese erzählte nämlich die Geschichte der Indogermanen einfach mal um. Als sogenannte Kurganvölker aus dem Osten seien diese auf eine Gesellschaft Alteuropas getroffen, die, Zitat, im Wesentlichen friedfertig, sesshaft, matrifokal und matrilinear gewesen sei und von ersteren gewaltsam unterworfen wurde. Da liest man zum Beispiel, Zitat, Weltsicht und Glaube der alten Europäer und der Indoeuropäer waren diametral entgegengesetzt. Die indoeuropäische Gesellschaft war kriegerisch, exogam, patriarchalisch und von einer starken Clanbildung und sozialen Hierarchien geprägt, die die Klasse der Krieger oben anstellte. Zitat Ende. Was vormals also sozusagen Zentrum und Fokus der Verehrung und Hochschätzung gewesen war und eben das wesentliche Motiv dafür darstellte, sich mit den Indoeuropäern oder Ariern zu identifizieren, avancierte nur mehr zu ihrem Nachteil, nämlich ihr patriarchaler, aristokratischer, heldischer und kriegerischer Charakter. Auch solche Unterwerfungs- bzw. Unterworfenheitsgeschichten sind natürlich identitätspolitisch von höchster Relevanz. Nunmehr sind es allerdings die Arier selbst, die als Negativfolie fungieren, vor deren Hintergrund die Geschichte eines neuen Handlungssubjekts erzählt werden kann, eben der sogenannten Alteuropäer. Neopagane Bewegungen waren es dann vor allem in den 80er und 90er Jahren und unter diesen vor allem der sogenannte spirituelle Feminismus. Diese Bewegungen versuchten dann, an die mutmaßlichen Traditionen und Kulte der Alteuropäer anzuknüpfen. In diesem Sinne, die Alteuropäer waren in diesem Sinne dann also ebenso wie ihre Feinde, die Arier, irgendwann zu Identifikationsfiguren avanciert. Tatsächlich jedoch, nüchtern betrachtet, bleibt ja das Grundnarrativ solcher Gegenerzählungen immer davon völlig unberührt, ebenso wie das Rollenmuster der Adels- und Kriegervölker. Das ist also nur einfach ein Perspektivwechsel. Was nun lässt sich aber aus all dem folgern, und da bin ich auch schon zu Ende, dann könnte man meinen, sollen Historikerinnen und Historiker denn einfach aufhören zu erzählen, um möglichst keine, gewollt oder ungewollt, Identifikationsangebote für die Menschen zur Verfügung zu stellen? Ich denke, das wäre ein ebenso unmöglicher wie auch falscher Weg. Es kommt vielmehr auf die Form der Erzählung an, also darauf, wie die Handlungssubjekte der Darstellung konstituiert sind, in welcher historischen Rolle sie erscheinen und inwieweit etwa die Darstellung auch Brüche und Rollenwechsel einzufangen vermag. Natürlich werden sich historiografische Erzählungen immer um Motive wie etwa Eroberung, Kriege, Unterwerfungen und auch Kolonisierungen drehen, ganz einfach, weil diese ja irgendwie zur Geschichte dazugehören. Von überkommenen Rollenmustern wie den Eroberer, Krieger, Kolonisator und so weiter und so fort, sollte man sich in der Historiografie jedoch nach Möglichkeit verabschieden oder diese vielleicht besser Leuten überlassen, die davon mehr verstehen, nämlich den Autorinnen und Autorinnen von Abenteuer- und Science-Fiction-Romanen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.